die Sunna und die freiwilligen Taten absichtlich unterlassen. Wenn du das tust, der Weg ist offen für Iblis oder für seine Armee, damit sie dein Pflichtgebet angreifen kann. Ich sag eins, die freiwilligen Gebete ist ein Zaun, ein großer Zaun. Wenn Iblis da reingehen will, es gibt einen nächsten Zaun, welcher? Die Sunna-Gebete. Der nächste Zaun. Wenn diese Zaun nicht, oder diese beiden Zäune nicht existieren, weil mittendrin diese zwei Zäune schützen den mittleren Zaun, das ist die Pflichtgebet. Das heißt, wenn diese freiwilligen Gebete gar nicht da sind, es gibt gar keinen großen Zaun. Also der Weg ist frei für Iblis, Allah und seine Armee. Wenn die zweite Sunna-Gebete nicht existieren, was passiert? Es gibt gar keinen Zaun, gar keinen Schutz für deine Pflichtgebete. Und der Weg ist frei für Iblis und seine Armee, um deine Pflichtgebete zu verderben. Und es wird für ihn eine leichte Aufgabe sein. Weil erstens muss er mit dir kämpfen, um die freiwilligen Gebete zu lassen. Und es wird ein schwerer Kampf für ihn sein, wenn er mit einem Gläubigen zu tun hat. Wenn er das schafft, vielleicht hat er einen großen Kampf mit Sunna, weil er Mu'min hat Angst, die Sunna vom Propheten zu unterlassen. Und weil diese Sunna gebeten, liebe Brüder, Yawm al-Qiyamah, wir brauchen sie, Yawm al-Qiyamah. Warum? Weil unsere Pflichtgebeten sind nicht vervollständigt. Wir haben nicht vollständigen Demut beim Gebet. Das heißt, wir müssen durch diese freiwilligen Gebete und die Sunna-Gebete unsere Pflichtgebete, Yawm al-Qiyamah, pflücken. Vielleicht Allah wird Erbarmen mit uns haben. بسم الله الرحمن الرحيم.